Hallo auf Find the Silence und hallo aus der wunderschönen Oberpfalz. Maxi war nicht brav und deswegen geht's ab in die Hölle. Wie? Ich war nicht brav. Also, ich habe was falsch verstanden. Ich war wohl nicht brav. Ich habe ihm nicht genug Knochen gegeben. Deswegen geht's für uns ab in die Hölle und anschließend auf die Burg Falkenstein. Wir freuen uns auf eine tolle Tour, die hier durch ein wunderschönes Tal führt und dann hoffentlich hinauf zu einer beeindruckenden Burg. Ich freue mich, wenn du mitkommst, bleib dabei und am besten klick doch gleich mal den Abo-Knopf. Jetzt geht's aber los. Ich hoffe, wir halten uns an die unzähligen Verbotsschilder, die hier überall herumstehen. Anscheinend hat die Gemeinde mindestens 2 Personen abgestellt, um die Anzeigen auch auszuführen, die sie hier jedem androhen. Wir sind gespannt, ob die Tour trotzdem schön wird. Ab geht's. Maxi, nichts Falsches tun, sonst gibt's Anzeige. Hopp. Das nenne ich mal eine freundliche Begrüßung. Maxi! Sonne! Maxi und ich sind extrem begeistert. Die Hölle ist irgendwie ein viel schönerer Ort, als ich mir vorgestellt habe. Dieser Fluss plätschert überall über diese zahllosen Felsen, erinnert mich schwer an das Waldnabtal oder auch an das traumhafte Lerautal. Nur vielleicht etwas kürzer und spektakulärer. Es wundert mich nicht, dass dieser Weg heute Morgen so rappelvoll ist, wie ich in der ganzen Oberpfalz noch keinen Weg erlebt habe. Gut, es ist Samstag und ich bin definitiv zu spät losgelaufen. Zum Glück, Maxi, fährt meine Pfote. So sieht eine richtig gut ausgestattete Pfote aus, mit richtig schönen Krallen und einem passenden Hund daran. So, Maxi, weiter geht's. Endspurt. Es ist echt schön hier.
Wir sind der Hölle entkommen. Ziemliches Glück an deiner Stelle. Ach komm, so schlimm bin ich jetzt auch nicht. Ich finde, ich bin mindestens so brav wie du. Oder? Naja, zumindest war es ein unglaublich schöner, spektakulärer, abwechslungsreicher Wanderweg. Gute 5 Kilometer, nicht einfach zu gehen, also bitte gute Schuhe anziehen. Aber wirklich wunderschön, es hat sich sehr gelohnt. Auch wenn der Hund immer an die Leine gehen musste. Ja, war du. Ich weiß. Unser Weg führt uns jetzt weiter in Richtung Burg Falkenstein. Bleib dran, ich glaube, das wird richtig schön. Und du kriegst jetzt Leckerlis, hä? Na, endlich ein Steak. Ja, noch eins. Gut gemacht. Mhm. Weiter geht's. Quack! Wir sind im Froschmaul gelandet. Naja, zumindest ich. Maxi ist lieber im Wohnmobil geblieben, denn ohne Günther hätten wir es hier nicht hergeschafft. Wir sind im Felsenpark und hinter mir, das ist der Fels Froschmaul. Naja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Wir sind im Park unterhalb der Burg Falkenstein und da wollen wir jetzt hochlaufen und uns die Burg noch eine Runde anschauen. Die Burg Falkenstein wurde einst von den Bischöfen von Regensburg erbaut, um die Rodungen in diesem Gebiet zu sichern. Sie hat eine sehr wechselhafte Geschichte und dem Profi wird ins Auge gefallen sein, dass die Bausubstanz nicht mehr wirklich mittelalterlich ist, sondern eher aus dem 18. Jahrhundert stammt, so wie die Arkaden, in denen ich vorher so königlich gewunken habe. Wer gerne die Ausstellungsstücke wie den spanischen Esel hier bewundern möchte, der sollte ein Euro-Stück dabei haben, dann kommt er durchs Drehkreuz und darf bis auf den Turm hinaufsteigen. Wir sind, ja, wir blicken zurück auf die wunderschöne Burg Falkenstein, den Abschluss unserer heutigen Tour. Es ging in die überraschend schöne und spektakuläre Hölle und dann durch das Felsenmeer hinauf auf diese Burg. Ein schöner Ausflug heute, der mir zumindest und ich glaube auch Maxi viel Spaß gemacht hat. Ich danke dir fürs Zuschauen, dass du dabei gewesen bist und lass gerne ein Like, ein Kommentar, vielleicht sogar ein Abo da, damit du die nächsten Filme nicht verpasst. Es war übrigens unser letzter Film hier aus der Oberpfalz, damit ist unser Urlaub zu Ende. Es waren 3,5 wunderschöne Wochen, die uns viel Spaß gemacht haben. Ein tolles Reiseland, ein echter Tipp. Und damit danke fürs Zuschauen, danke, dass du mitgekommen bist und bis zum nächsten Mal. Find the Silence.
Maxi, warst du ruhig? Komm her. Ja, also dass es hier noch kein richtig Fett auf die Fresse gehauen hat, wundert mich. Und um das Burgverlies, ich hab schon wieder Scheiße geschwachelt. Nein, und die schöne Burg und den Park, naja, zumindest die Burg. Habe ich was vergessen?